Ja, Honor hat auf dem MWC richtig Gas gegeben und die neue Flaggschiff-Serie, die Magic 4-Serie, vorgestellt. Und wir haben hier das Flaggschiff vor uns, das Magic 4 Pro. Da kann man wirklich gut und gerne sagen, dass Honor hier alles verbaut hat, was technisch gerade en vogue und möglich ist. Und das wollen wir euch jetzt im Hands-on einmal näher bringen. Ja, fangen wir doch ganz einfach hier bei der Kamera an. Honor verbaut hier beim Magic 4 Pro eine riesige, runde Kameraeinheit, die uns ehrlich gesagt ein wenig an Huawei's Mate-Serie erinnert, aber sei es drum. Honor hat hier wirklich ein richtig fettes Kamera-Setup eingebaut. Und zwar haben wir eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Hier in der Mitte sitzt eine Teleoptik, die mit 64 Megapixeln auflöst und einen 3,5-fachen optischen Zoom hat. Außerdem haben wir hier noch einen Flickersensor und einen Tiefensensor sitzen. Also das ist schon mal nicht von schlechten Eltern, kann man sagen. Und gerade auch bei der Videotechnik hat Honor noch mal was Besonderes gezeigt. Sie erlauben mit diesem Gerät Aufnahmen in 4K 60 Frames per Second im flachen Log-Modus in 10-Bit Farbtiefe. Schauen wir doch das Gerät sonst noch mal an. Also hier haben wir wirklich eine super schicke, natürlich auch extrem spiegelnde Oberfläche. Aber das Gerät ist, wie es sich für ein Top-Smartphone gehört, auch nach IP68 wasser- und staubdicht. Wenn wir das Ganze jetzt einmal umdrehen, dann erblicken wir hier ein Display mit 6,8 Zoll Diagonale und natürlich einer schnellen Bildwiederholrate von 120 Hertz. Das Panel ist ein LTPO2-Display, das bedeutet, dass das Smartphone die Bildwiederholrate automatisch zwischen 1 und 120 Hertz wechseln kann. Das spart auf jeden Fall Energie. Apropos Energie, wenn wir da schon drüber sprechen, Honor verbaut hier in dem Gerät, in dem Magic 4 Pro, einen Akku mit 4600 mAh. Das ist jetzt nicht übermäßig viel, aber was richtig, richtig viel ist, ist die Wattzahl, die durch den jetzt hier zugeplombten Port durchgeht, und das sind nämlich 100. Also das Magic 4 Pro lässt sich mit 100 Watt kabelgebunden laden und auch kabellos. Also das geht richtig schnell. In 15 Minuten sollen so 50% erreicht werden und dann logischerweise in 30 Minuten ist das Gerät voll geladen. Das ist wirklich Spitzenklasse. Besonders am Display ist außerdem die Krümmung zu allen vier Seiten. Also man sieht das hier natürlich, die Längsseiten sind gekrümmt, aber auch da oben bzw. Hier unten, da ist das Display auch so ganz leicht zum Rand hin gebogen. Ja, und im Inneren, da spart Honor ebenfalls nicht und verbaut mit dem Snapdragon 8 Gen 1 den aktuell schnellsten Android-Chipsatz. Dazu kommen 8 GB RAM und 256 oder 128 GB Speicher. Connectivity-mäßig ist das Gerät also auch auf aktuellstem Stand mit 5G, mit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Also ja, alles drin, was so ein Top-Smartphone braucht. Hier oben ist übrigens zwar auch eine Selfie-Kamera, aber auch eine 3D-Kamera. Das heißt, das Honor Magic 4 Pro kann man auch über eine 3D-Gesichtserkennung relativ sicher entsperren. Und zusätzlich befindet sich im Display auch ein Fingerprint-Scanner, der hier auf Ultraschallbasis sein Werk tut. Das heißt, Ultraschall scannt den Finger einfach nochmal etwas genauer, als das jetzt ein optischer Fingerprint-Sensor könnte. Und so ein Ultraschall-Fingerprint-Sensor, den findet man bislang nur bei Samsung. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Also das Gerät fühlt sich wirklich gut an in der Hand. Es ist nicht allzu schwer, dadurch, dass jetzt der Akku auch nicht so fett ist. Und super, super Ausstattung, muss man Honor wirklich zugestehen. Das Magic 4 Pro kommt für 1.100 € auch nach Deutschland. Marktstart wird wahrscheinlich Mai sein, das ist aber noch nicht hundertprozentig in Stein gemeißelt.
Und dann wird Honor auch auf dem deutschen Markt wieder Gas geben. Ja, Honor hat ihr neues Foldable, das Magic EV, ja schon vor geraumer Zeit vorgestellt. Aber es ist noch nicht bei uns in Deutschland verfügbar, bislang nur in China. Und hier auf dem MWC haben wir jetzt die Möglichkeit, das neue Foldable einmal in die Hand zu nehmen für ein kurzes Hands-on. Hier in der Version mit dem orangenen, veganen Leder. Das Gerät gibt es natürlich auch noch in anderen Farben. Aber das Leder, das fasst sich schon mal interessant an, vor allem sehr rutschfest. Ja, und das Besondere an dem Gerät, das wird auch hier auf der Front ersichtlich. Honor verbaut nämlich ein 6,4 Zoll Display auf der Front. Das ist relativ groß und vor allem ist es nicht so schmal wie bei Samsungs Galaxy Z Fold und hat auch dafür relativ dünne Displayränder. Die Bildwiederholrate hier auf der Front beträgt ja saubere 120 Hertz, also das ist man auch von anderen Top-Smartphones gewohnt, die man jetzt nicht klappen kann. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Schauen wir jetzt hier einmal in die Einstellung, ob man da noch irgendwas anpassen kann. Also man kann auch eine dynamische Refresh-Rate auswählen. Klappt man das gute Gerät auf, dann erblickt man eines der größten Displays, die man so aktuell als Klapp-Smartphone kaufen kann. Das Magic V hat ein 7,9 Zoll Display, das ist wirklich riesig. Und hier das Innendisplay hat eine Bildwiederholrate von 90 Hertz, ist also nicht ganz so smooth, aber das sollte jetzt im Alltag auch nicht wahnsinnig ins Gewicht fallen. Ja, was vor allem auch auffällt jetzt hier bei der Benutzung ist, dass man hier in der Mitte zwar eine leichte Falz spürt und auch wenn man von der Seite drauf guckt, jetzt seht ihr das eventuell hier, ja, da sieht man es schon so ein bisschen, aber es fällt eigentlich kaum auf, wenn man jetzt plan auf das Display guckt und das macht man ja auch meistens und sie ist auf jeden Fall geringer ausgeprägt als bei Samsung. Und ja, auf dem Niveau der Mitbewerber. Keine Kompromisse geht Honor hier bei der Kameraausstattung ein. Wir haben hier eine Weitwinkelkamera mit 50 Megapixeln und eine Ultraweitwinkelkamera mit 50 Megapixeln. Außerdem gibt es einen ToF-Sensor für die Abstandsmessung und auch noch eine Ultraspektrumkamera. Also da ist wirklich volle Hütte. Besonders ist auch, dass das Gerät gar nicht so dick ausfällt und jetzt auch keine Spalte hier in der Mitte hat, sondern wirklich bündig schließt, wenn man das Gerät zuklappt. Und das Ding ist mit 7 mm auch ziemlich dünn. Ja, das war also das Honor Magic V. Das kommt wohl auch zu uns nach Deutschland. Wann das der Fall sein wird, das konnte man uns noch nicht sagen, aber ich schätze mal, ja, im Frühjahr, Sommer können wir vielleicht auch bei uns dieses riesige Foldable bewundern.